starten waren ja hier dagegen aktiv, halt quasi in Düsseldorf und Köln. Und die Kölner haben dann irgendwann auch ein Edelweiß-Piraten-Festival gemacht, um halt an die Zeit zu erinnern und an die Taten der Edelweiß-Piraten, weil sie einfach irgendwie viele Leute einfach gar nicht kennen, obwohl das ja schon echt eine bedeutende Gruppierung war, wo Deutschland auch echt stolz irgendwie darauf sein, dass es auch Leute gab, die halt was dagegen gemacht haben. Und ja, um denen zu ehren, feiern wir ein Fest. You got to run and move on, turn the page on. It's our show, it's no more. And life is too short, so please let me go in. If there's a place in the future, yeah, yeah, where a man can be, yeah, yeah. I'll take a ride to this place now. And see the way, set on to capture. I gotta send a free. Ja, ist geil. Ich bin ja zum ersten Mal da, aber es ist echt cool. Geile Musik, coole Leute. Ja. Das Edelweiß-Piraten-Festival bedeutet für mich ein Festival, wo die Leute zusammenkommen, gute Musik hören und gemeinsam den Gedanken an die Edelweiß-Piraten weitertragen. Die waren ja eine Gegenbewegung während der Nazizeit und das halt aktiv zu halten und nicht in Vergessenheit zu bringen. Schiff, Schrauben, Kerosin, Luft, Matrosen, Takelagen, klein. Ozean, Wiese, doch für uns die Titanic. Goldene Geschichten und wir pfeifen auf die Tragik. Das Leben eine Party, wir fahren raus aus dem Trott. Wir sind Ace, Portlana, Zelda und Scott. Also mit dem Edelweiß-Piratenfestival verbinde ich auf jeden Fall immer einen super Tag. Also von uns und alle Leute da, Familie, Freunde. Also besser kann es eigentlich nicht sein. Wir haben auch immer super Glück mit dem Wetter. Und das Ganze halt noch mit einer guten Message verbunden. So. Also mehr kann man eigentlich nicht wollen. Menschen, viele schöne Menschen, die Bock auf Musik, auf Inhalte und auf eine schöne Zeit haben, aber auch Bock, sich halt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist diese Mischung. Und halt vor allem richtig junge Menschen. So. Die Straße und suchst nach Blei und Stahl. Doch heute höre ich gute Musik, viele Leute und geschichtlichen Hintergrund, den ich mir aber eigentlich noch mehr reinziehen müsste. Für mich ist ein Edelweiß-Piraten-Festival eine gute Möglichkeit in der heutigen Zeit, eine Widerstandsbewegung in der NS-Zeit zu vermitteln. Mein Team, ich sag mein Team, ihr sagt der Hamburg. Mein Team, mein Team. Ich sag Mighty und ihr schreibt das Mammut. Mighty, Mighty, yeah. Dankeschön.